Willkommen zurück bei Thief. Wir sind in der nächsten Mission oder kurz vor der nächsten Mission auf dem Weg nach Aldale. Und wir gehen erstmal nach Stone Market, genau, aus unserem Turm heraus. Und dann werden wir mal schauen, was uns denn dort erwartet. Was hat der denn da? Der Typ im Ladebildschirm hier rechts. Das sieht nicht gesund aus, was er da vor sich herumträgt. Nein. Könnte fast ein Zombie sein, aber eigentlich so mitten auf der Straße? Ich hoffe ja mal nicht. Der Name des Ungläubigen lautet Martin Holloway. Er hat mit der Wache konspiriert und die Hoffnungsvollen unterdrückt. Was sagt ihr? Soll dieser Mann von Orion berührt werden oder an den Galgen kommen? Jetzt hängt ihn schon auf! Aber nicht nett. Hallo? Ja! So erhängt man doch keine Leute. Ja! Ja! Ich glaube, das wird immer schlimmer hier. Kann das sein? Jedes Mal, wenn wir hier rauskommen, geht's da unten ein bisschen mehr ab. Ich mache das Spiel mal ein bisschen lauter. Dann hört man auch mehr. Was kommt als nächstes? Die Genicke knacken. Was kommt als nächstes? Man weiß es nicht. Knarz? Papier? Wir müssen irgendwo da hinten hin. Da hängt unser Freund. Von da oben wurde er hinabgelassen. Ah, hier müssen wir rein. Ja, dann. Na komm, hoch. Hier waren wir doch schon. Ah, jetzt müssen wir auch mal rein, nachdem wir vor Ewigkeiten aus Juxendollerei mal hier reingegangen sind. Geht's jetzt mit voller Absicht ins Dunkle. Achso, das war schon. Wir gucken trotzdem nochmal umher. Nicht, dass irgendwas Neues hier liegt und auf uns wartet. Aber anscheinend haben wir beim letzten Mal alles ordentlich eingesammelt. Sogar den Safe haben wir geknackt. Aha. Verrätertorbericht. Ermittlungen in Sachen mutwilliger Verunstaltung barönlichen Besitztums. Bekannte Unruhestifter wurden von der Wache in Gewahrsam genommen und verhört. Die Wachpatrouillen im Verrätertor wurden bis zum Färbermarkt verdoppelt. 4 weitere Unruhestifter von der Wache in Gewahrsam genommen. Nach umfassender Ermittlung Verhaftung eines gewissen DeWitch Walmark vom Färbermarkt legt beim Verhör umfassendes Geständnis ab. DeWitch Walmark wird bei Morgengrauen gehängt und dann gevierteilt. Verunstaltung berühmlichen Besitztums geht weiter. Ermittlung wird fortgesetzt. Ich glaube, ihr habt den falschen. Ich glaube, das war wohl eher ein Geständnis unter Folter, würde ich mal vermuten. Hinweis, sorge nicht zu nah. So viel zum Hinweis. Okay, weiter geht's. Weg nach Barons Süd. Weg des Barons Süd. Okay. Aha. Wie kommen wir da rüber? Sehr gut. Da sehe ich doch was. Ein Kugellöchli. Na, aber. Spannendes sehe ich jetzt hier drin nicht. Ist irgendwer da unten, der uns sehen könnte? Warum kann ich nicht. Doch, ich kann wohl speichern. Gut. Wenn wir oben nicht lang dürfen, dann tun wir das doch einfach hier unten. Aha. Der Baron ist fort. Oh. In dieser Stadt gibt es heute viele wütende Menschen. Der Baron ist ein gefragter Mann. Nur aus den falschen Gründen. Hey! Wer zum Teufel war das? Wieso bin ich denn da im Schatten? Nicht im Schatten. Manchmal verwirrt mich das Spiel ein bisschen. Da war deutlich Schatten einer Kiste.
Wieso haben die mich trotzdem gesehen? Der Baron ist tot. In dieser Stadt gibt es heute viele wütende Menschen. Der Baron ist ein gefragter Mann, nur aus den falschen Gründen. Das ist wegen dem Feuer davor, ne? Das Wetter schlecht. Kann ich hier irgendwo... Aha! Seilpfeil. Ah ne, warte mal, das da oben war nur so ein... Der Baron hatte seine Zeit. Das war gar kein Jetzt Weg. Ist die Zeit der Götzen der Dämmerung. Husch! Du siehst mich nicht. Da kommt der Sausack ja schon wieder. Mir knurrt der Magen. Dann solltest du was essen. Ah, ich krieg hier keinen Schatten. Hey! Hier geht's auch nirgends so sch- Das ist alles dunkel, aber man kriegt da keinen Schatten, hallo? Ich glaube, die Level-Designer hatten wohl einen Schatten. Wie soll ich denn sehen, wo ich lang darf, wenn das alles trotzdem kein Schatten ist? In dieser Stadt gibt es heute viele wütende Menschen. Der Baron ist Oder ein gefragter Mann. Nur aus den falschen Gründen. Da oben hoch komme ich auch nicht so leicht. Doch, irgendwie nach oben. Komm, wir gehen mal da hoch. Vielleicht geht da jetzt was lang. Das erste Mal hier waren, ging da nichts. Aber vielleicht... Na. Vielleicht ja jetzt. Aha. Ist doch geahnt. Wir brauchen immer noch mehr Ausrüstung. Schloss knacken. Ah, nee. Erstmal durchschauen. So. Ah. Das ist aber ein filigranes Schlösschen. Wo war's denn? Da. Komm her. So, da haben wir jetzt. Ey, ey. Das war aber eigentlich richtig. Da, 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 irgendwo. Na, da, da ist er. Komm. Ja. Und den fünften. Ey. Oh, ganz knapp daneben. So. Da setze ich aber auch gleich mal einen Stift. Hallo, guten Tag. Ich muss mehr schlafen. Danke für diesen Füller. Wie nichts. Ich bin enttäuscht. Dann schauen wir mal eben hier. Den und... Na komm, 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 komm. Ja, sehr schön. Flachmann, immer gut. Hauptsache, der ist voll. Noch ein Füller. Tintenfass, sehr gut, passt zusammen. Und ein großes Buch. Register gestohlene Güter. 29.05.800. Ne, das ist eine Nummer. 29.05.842. Register konfiszierter Waren. Ein Opium. Ach so, nicht gestohlene? Ach so, das konfiszierte haben sie wieder. Ah. Eine Opiumpfeife, 12 Fingerhüte Opium, 2 Kohlköpfe, 1 Milchkanne, 2 Gläser Honig, 5 geräucherte Keulen, Fleischtyp unbekannt, 1 Topf mit Asche, erhobene Strafe, 5 Goldmünzen. Jetzt nicht so spannend, würde ich mal sagen. Was haben wir hier? The Watch, The Watch, The Watch, The Watch. Lecker Schinken an der Decke. So, mal gucken, ob wir eventuell hier mehr reißen können. Ah, oh, es fehlt wieder Ausrüstung. Ist das ein Schmarrn? Na, wieso kannst du noch nicht hoch? Können wir hier irgendwas lösen? Ah, ein Mohn.
Legamon nehmen wir mit. Aber tatsächlich kommen wir dann hier nicht weiter. Wir müssen uns diese Ausrüstung nochmal irgendwann besorgen. Oh. Die hier fast übersehen hier. So ja nicht. Ah, da ist er. Komm und, na. Da. Und wir haben Nahrung, Inventar ist voll, Mist. Dafür einen Brieföffner. Gut, um die Falle drumherum. Kurz eigentlich an Seil dran. So, speichern wir das mal, weil wir haben ja ein bisschen was geschafft. Dann bleibt aber immer noch die Frage, die Frage. Das müssen wir wohl so machen. Hat ja wohl funktioniert. Da ist unser Freund. Dreht wieder um. Wir huschen ins nächste Eck und gehen hier durch. Das Schrankversteck brauchen wir hoffentlich nicht. Die Götzen sind schon auf der Brücke. Ich werde in North Crest Manor wohl nicht viel Zeit haben, bevor sie dort fertig sind. Das heißt, auf dahin. Kapitel 6, ein Mann für sich. A man on his own. Erin ist am Leben. Dennoch fühle ich mich dadurch nicht besser. Sie verbringt mehr Zeit in meinem Kopf als ich selbst. Anscheinend ist sie erfüllt von der Urkraft und hat sie irgendwie verderbt. Der Schaden ist immer noch da, bringt aufgrund von Northcrest-Experimenten durch die Mauern von Moira nach draußen. Hat er sie deswegen verschleppt? Die letzte Verteidigungslinie des Barons mag für den Mob bereit sein. Aber nicht für mich. Ich muss da rein, bevor es hässlich wird. Kapitel 6, ein Mann für sich. So, wir müssen doch eigentlich irgendwo nochmal Informationen finden, oder? Oder auch nicht? Ah, finde einen Weg ins Anwesen des Barons. Es wird Zeit, den Baron in Northcrest Manor aufzusuchen, um die Sache ein für alle Mal zu klären. Der eiserne Anführer der Stadt hat Erin nach den Unruhen aus der Heilanstalt geholt. Womöglich ist sie also noch in seinem Anwesen in Aldale, jenseits der Brücke. So wie die Götzen lautstark seinen Kopf fordern, wird er wohl kaum den Morgen erleben. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Finde einen Weg ins Anwesen des Barons. Aber natürlich doch. So, direkt einmal zwischenspeichern. Aha. Hier oben fühle ich mich doch schon gleich wohler. So, mein Freund, was ist denn deine Route? Wo willst du lang? Ah, hab ich noch gedacht, dass du wieder runterkommst. Dann geh du mal da hinten lang. Ja. Woher kommen die alle? Ich weiß es doch auch nicht. Dann gehe ich doch hier lang. Wenn du nicht willst. Wie viele Götzen da draußen sind. Ha, weil du nicht zählen kannst, Mann. Scheiße, wenn ich Grips hätte, wäre ich wohl kaum hier. Das ist aber schon mal eine gute Erkenntnis. Ich würde für eine Tasse Kaffee töten. Das tue ich auch jeden Morgen. Oh, hier ist ja Wasser. Puh. Das war ganz schön knapp. Ist irgendwas? Diese Warterei bringt mich um. Wenn die Götzen eingedrungen sind, was kann ich da noch tun? Ich will nicht fliegen. Sterben. Bleib wachsam. Alles klar.
Danke für diesen Kelch. Ah. Ich komme ihm zu nah. Der geht da gar nicht weg, Mann. Dachte erst, das wäre ein Schalter. Oh, der steht im Öl. Ah, wir können auch am Rand vom Wasser entlang. Genau, geh du mal gucken, was das war. Ich habe nur eine Vase kaputt getreten. Wer ist da? Niemand. Hallo? Keiner da. So, ich versuche mal durch den Keller zu kommen. Jede Nacht derselbe Albtraum. Ich glaube, das ist gar kein Eingang hier, ne? Mein Nacken schmerzt. Auf deinen Nacken. Aha. Wo willst du denn jetzt hin, mein Freund? Hoffentlich kriege ich nicht die Schwermut. Hoffentlich doch. Ah, guck's dir an. Da oben ist noch einer. Du siehst mich nicht. Du siehst mich ein. Doch nicht. So eine schöne Ecke. Inventar voll. Ist aber schade für mein Inventar. Na, Löwe. Hier hinterher komme ich nicht. Und da unten kommt unser Freund wieder. Die Straßen sind so ruhig. Ist doch schön. So, gehst du wieder runter. Sehr gut. Durch die Vordertür zu gehen ist ohnehin nicht mein Stil. Ach so. Dann wird das doch ein etwas längerer Weg. Gute Vasen. Hier ist es noch nicht. Hm. Da reden ein paar Wachen. Ja gut, Muss ich hier lang oder muss ich hier nicht lang? Das klingt, sieht zumindest ganz gut aus hier. Hallo? Durch das Schwert sterben oder durch die Schwermut. Das ist mein Schicksal. Schon mal sehr trauriges Schicksal, Mann. Oh. Dreh die Donny einfach um. Oh, ich sehe einen Kelch. Wenn die Götzen hier sind, was kann ich da noch tun? Nix. Mir auch nicht hinterher. Sehr gut. Was stimmt hier nicht? Stimmt ganz viel nicht, mein Freund. Ganz viel. Zum Beispiel stimmt einfach nicht, dass ich den Weg nicht finde. Aber ich würde mal behaupten, der Keller hier ist gar keine schlechte Idee.
sagte er und stand in der Sackgasse. Ah, nee. Da geht's weiter. Das sieht, glaube ich, auch ganz gut aus, ne? Ich glaube. Ja, komm, Garrett, geh doch mal durch. Das war der leichte Teil. Das ist ein großes Haus und der Baron empfängt heute keinen Besuch. Nicht freiwillig. Ja, doch, er empfängt uns. Stelle den Baron in seinem Privatzimmer. Privaten Schlafzimmer. Alles klar. Sekunde. Was sehen meine müden Augen da oben? Ja, da komme ich nicht hin. Wird das unser Rückweg werden? Ich würde mal vermuten, ja. Ah, ich brauche dringend Werkzeug. Aha. Ach so, damit könnte ich entschärfen. Naja. Aber. Die Fallen sind neu. Baronoid Northcrest hat wohl Angst vor Besuchern. Ich sollte aufpassen. Erstmal gucken wir uns den Weinkeller an. In dem irgendwie fast nichts drin ist. Da. Und. Tür. Tür nach oben. Okay. Aber hier hinten war doch noch ein Raum. Hier. Ah, hier geht's auch hoch. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir die entferntere Treppe. Für den längeren Weg. Und mehr Loot. Da. Frage ist, hat er Wachen im Haus? Du bist nur eine Ritterrüstung, ne? Oben möchte ich noch nicht gehen. Ich höre niemanden. Da ist nun wieder eine Ritterrüstung. Hoffe ich mal. Wenn es ein Wachmann ist, habe ich scheiß Karten. Im Bett schläft niemand. Sehr gut. Ein Brief. Das gesamte Personal von Northquest Manor wird hiermit fristlos entlassen. Alle werden von der Wache des Barons durchsucht und dann vom Gelände gebracht. Jeder Versuch, Lebensmittel oder Rohstoffe hinauszuschmuggeln, wird mit dem Tod durch den Strang geahndet. Jeder, der sich nach Einbruch der Nacht noch auf dem Gelände befindet, wird verhaftet. Oh. Oh la la. Das heißt aber, ich habe sowohl freie Fahrt als auch noch allen Loot. Megusta. Das Bett sieht aber auch gemütlich aus. Kann man machen. Ach, hallo. Ach. Nee. Will mich doch gar nicht verstecken. Oh, ein kleines eigenes Badezimmer. Oh la la. Nicht zu sehen. Freie Fahrt. Aber so viel ist hier auch gar nicht mal, ne?
Aha, hier ist die andere Treppe. Sehr gut. Oh! Da guck mal einmal nicht das Schlüsselloch. Einmal nicht. Und dann sowas. Doof. Also es gibt doch... Hä? Ich hab doch viel weiter oben gespeichert, oder nicht? Die Fallen sind neu. Baronoid Northcrest hat wohl Angst vor Besuchern. Ich sollte aufpassen. Wo war denn die andere Flasche? Gab hier... Gab es nur eine Flasche? Da war Lichtschalter, genau. Hier war Ditte, aber ich wollte erstmal kurz eben den Raum wieder clearen hier. Ah ja, hier war nur. Ja, hier war das. Hier war das. Ah ja, genau, hier war Flasche Nummer 2. So. Ja, wenn man weiß, wo es lang geht, dann geht es schneller. So, da hinten rechts sind also irgendwo die Wachen. Jetzt kündigen die sich auch an. Ist aber nett. Hätten sie ruhig eben auch mal machen dürfen. Dann wäre immer das Ersparen geblieben. So, hier haben wir das Dokument. Ich glaube, das war's dann auch wieder, ne? Hier war der Versteckschrank. Ah, den haben wir eben nicht gelootet. Sehr gut. Hier ist nichts. Ah, hier war die Küche. Gut. Da gab es hier hinten den Teller. Und das hier dürfte der andere Kellerraum sein. Hier. So, hier hinter sind also unsere beiden Wachen, ne? Du Wache, ich sehe mich mal um. Aha, tu das. Ich fühle mich nicht besonders. Du bleibst aber stehen. Aber jetzt, da du alleine bist, speichere mal eben. Das war nur ein Timing-Problem. Ich habe einmal kurz zu früh losgelassen. Und dann hatte der andere Zeit, zurückzukommen. Aber wir haben mal direkt hier vorgespeichert. Wir können jetzt hier durch wieder beobachten. Ah, er verlässt seinen Posten auch. Stimmt das mit den Götzen und dem Bergfried? Ja, die haben die Reichen in Dayport ziemlich gebeutelt. Das ist natürlich sehr praktisch. Und hier ist der Raum. Das heißt, wir können uns jetzt hier ein bisschen umschauen. Was macht denn der Kelch da auf dem Boden? Hallo? Schön, dass die Männer des Barons nicht hungern müssen. Wäre auch nicht schön, mit knurrendem Magen Bettler zu hängen. Das stimmt. Kann ich nur zustimmen. Das Licht ausmachen. Ich habe ja ein bisschen was zu looten. Leer. Leer. Na komm. Ja, Mann. Und.
Komm. Da. Und zu Weihnachten gibt es 4 Gold und eine Tasse. Wow. Nicht so viel. Oh, hallo. Hinten ist noch einer. Sie einem immer bemerken, wenn man so nah davor ist. Ich würde ihn gerne da weg haben. Noch ist freie Bahn. Sehr gut. Ich weiß nicht, wo unser anderer Freund nochmal herkommt gleich. Ich höre ihn doch, oder? Da ist er. Huh! Gut, dass wir ihn bemerkt haben. Ah, okay. Aber auch ihn könnten wir sofort mal eben packen. Ah, ich hätte ihn vorher beklauen sollen. Ah, jetzt habe ich sein Zeug. Gut. Wir legen ihn mal ein bisschen weiter weg. Da so. Und jetzt gehen wir wieder an unseren Schrank. Und 1 und 2 und 3. Leider kriegen wir immer nur... 40 Gold. Das hat sich ja mal gelohnt. Ist leider sehr repetitiver Loot in diesem Spiel. Das war jetzt ja nicht so mega viel. In der Richtung geht es ja weiter dahin. Deswegen müssen wir mal kurz schauen, wie hier noch alles so haben. Immerhin brauchen wir richtig viel Asche. $30. Na bitte. Der andere Flügel ist zu ungeschützt. Gibt es dort einen Zugang zu den Gemächern des Barons? Wurde durch den Unfall zerstört und nie repariert. Eine Todesfalle. Sir, dürfte ich etwas sagen? Mir ist vorhin aufgefallen, dass niemand die Kanalisation bewacht. Entschuldige, Jessup. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt? Nein, Sir. Sollen wir die Götzen mit rostigen Messern die Augen ausstechen? Willst du das? Nein, Sir. Dann beweg deinen Arsch und dreh deine verdammte Runde, wie ich es dir befohlen habe. Yes, Sir. Hauptsache, es dreht keiner seine Runde gerade nach hier hin, wo er hier noch liegt. So, da hinten sind 2. Ich möchte... Nein, nein, ich will ihn weiter weg haben. Schleife ihn mal... eben rüber in die Küche.
So. Da hocken zwei Leute am Feuer. Die werde ich mal in Ruhe lassen. Müssen. Unseren Laternen-Heini könnten wir aber mal aus dem Weg räumen. Wenn wir ihn wiederfinden. Da kommt er. Fuck, der kommt schnell. Ah. Ich hätte gedacht, man sieht den Schein von so einer Laterne ein bisschen früher. Hätte ich mal gedacht, ne? Haben wir wohl falsch gedacht. So, behalten wir ihm also mal. Ich weiß gar nicht, wann der Baron sich das letzte Mal gezeigt hat. Da hinten ist er. Ich weiß gar nicht, wann der Baron sich das letzte Mal gezeigt hat. Ich habe auch Pech gerade. Come right in. Moinsen, Lucky, und danke für den Host. So. Das war's mit dem Licht. Wie geht's denn, Loki? Alles klar, Weihnachten gut überstanden. Ich hoffe ja mal ja. Und alle, die von Loki dazugekommen sind, auch euch willkommen. So. Das andere Treppenhaus soll kaputt sein. Das würde ich mir ja gerne mal anschauen, ne? Muss ich nur wieder zurück. Schurück. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Oh nö, keine Sorge, ich klopp dich wohl noch vor. K.O. So, hier müssen wir lang. Und dann hier links entlang. Ah, hat er mich kurz gesehen. Haben sie alle Angst vor dem Baron? Hallo Atlas, lange nicht gesehen. Nee, das stimmt, lange nicht gesehen. Umso mehr freue ich mich, dich wieder begrüßen zu dürfen. Wie machen wir das denn jetzt hier? Ich würde mal vorschlagen, wir huschen hier durch. Machen das Licht aus. Das riesige Kaminfeuer ist ja ätzend. Ah, hallo. Ein Foliant. Unter dem Boden dieser Stadt wimmelt es von Überresten eines vergangenen Zeitalters. Meist nur Tummelplatz von Taugenichtsen hat die Vergangenheit dort heute einen längst verlorenen Folianten zutage gefordert, der möglicherweise der Schlüssel dazu ist, die Urkraft ein für allemal nutzbar zu machen. Cornelius und Blumont halten das Buch für viele Jahrhunderte alt. Anfangs schienen die Symbole in dem Buch primitiv und nutzlos zu sein, bei genauer Betrachtung jedoch habe ich langsam die darin verborgene wissenschaftliche Bedeutung erkannt. Der Foliant zeigt ein Ritual oder eine Prozedur, bei der offenbar die Energie der Urkraft in einem leeren Gefäß nutzbar gemacht wird.
Ich darf mich bei meinen nächsten Schritten nicht von meiner Begeisterung lenken lassen, aber falls meine Forschung Früchte trägt, kann ich vielleicht endlich die Urkraft beherrschen und aus dieser Stadt ein industrielles Imperium formen. Sieht er nicht, wer es geschrieben hat, ne? Ach so, Baron Northcrest hat es geschrieben. Ah, der Baron. Hallo, Neo, ich grüße dich. Willkommen. Und ich sehe, die Äxte funktionieren wieder so, wie sie funktionieren sollten. Nach unserer kleinen Weihnachtsspezialfolge sind sie wieder als das nutzbar, als was sie geschaffen wurden. Nämlich, um Lurker zu finden. Warum spiegelt denn der Boden so? Oh! Zwei wertvolle Schachfiguren. Zwei wertvolle Axtfiguren. Z zum Zoom. Ah ja. Wer will denn schon zoomen? Ah, das ist ein Lichtschalter. Ich weiß noch nicht, was der anderen ausmachen sollte. Warum kann man die Tür nicht zumachen? Oh, ich habe Licht angemacht. Oh. Er sieht das ja. Mano. Jetzt fliegen die Äxte. Ja, können sie wieder. Okay. Ich kann ihn da nicht K.O. hauen. Ist ja gut. Oh, hallo Vogel. Hab dich ja gar nicht gesehen. Ich würde mal sagen, wir müssen ein Ablenkungsmanöver starten. Ein Manöver. Was kann das gewesen sein? Warum siehst du nicht nach, was da war? Ist hier jemand? Hier ist doch gar nichts. Licht denn da? Oh. Jetzt hätte ich fast den Vogel aufgeschreckt. So. Hier ist ein anderes Räumchen. Müssen seinen Kameraden gleich noch loswerden. Der ist nämlich jetzt ein bisschen hellhörig geworden. Oh, das gefällt mir nicht. Was ist da denn? Oh, oh. Ah, das sind die beiden Töffels. Aber da waren wir schon. Okay, warum ist das denn hier so dunkel? Man sieht ja gar nichts. Okay, hier kommt man aber auch überhaupt nicht weiter. Nach oben ist auch nichts. Hm? Aber das kann man mitnehmen. Ja. Das ist ein Versteck. Gut. Hedlis, wie geht's dir? Hast mich wohl überlesen, aber kommt dem Game vor? Ich hab doch eben gesagt. Ach so, das habe ich gelesen. Mir geht's gut. Nennen wir es politisch. Und hier? Nennen wir es politisch. Sehr gut. Ja, mir geht's an sich auch sehr gut. Ich freue mich, dass endlich Weihnachten auch rum ist. Ich habe mich erst auf Weihnachten gefreut. Jetzt bin ich ganz froh, dass Weihnachten auch mal wieder vorbei ist. Nach dem ganzen Familientram-Tram. Ansonsten, ich genieße jetzt noch eine Woche Urlaub.
kann mich eigentlich nicht beklagen. Ich bin froh, dass das Jahr auch mal vorbei ist und man ins nächste gehen kann. Ich habe nichts mehr zu werfen. Ansonsten, es geht so vor sich hin. Gibt es hier nochmal irgendwo Werfgut? Ich bräuchte da nochmal eben was. Ich war doch eben die ganze Zeit Zeug zum Werfen. Warum finde ich denn jetzt nichts mehr? Gehen wir da eben in die Küche gucken. Oh, Mann. Wo habe ich denn auch eben so zwei Pöllchen gesehen? Hier in dem Raum gab es so einiges, ne? Okay, erstmal gibt es hier noch was Wertvolles anscheinend. Hallo, habe ich hier eben gar nicht gelootet? Ah, da ist ja was zum Werfen. Sehr gut. Inventar voll. Darf nur ein Wurf-Item haben. Ist aber traurig. Nun gut. Weihnachtsgeschenke ohne Grinch-Kostüm klauen. Hedda, du enttäuscht mich. Ich habe kein Grinch-Kostüm. Ich muss das so machen. Bin ich nicht hässlich genug, Panda? Aber damit auch willkommen, auch dir, einen wunderschönen guten Morgen in deiner Sprache. Okay. Hey, was? Leider nicht. Was willst du denn damit jetzt sagen? Leider nicht. Das macht doch nicht so ein Froschgesicht. Und Opfer ablegen. Oh! Ich habe den Safe gar nicht gesehen. Opfer ablegen. Ich habe überhaupt keine Zahlenkombination, oder? Dokumente. Baron Northquest. So richtig noch nicht, ne? Stone Market, Südviertel, Capital 6 habe ich ein Dokument. Naja, wir müssen noch weitersuchen. Wir haben noch nicht die... Oh. Werter Lord Northquest, es war enorm aufwendig, die versiegelte Kammer zu eurem neuen Tresorraum umzubauen, aber das Ergebnis ist ein voller Erfolg. Der Schalter zum Öffnen des versteckten Eingangs befindet sich, wie von euch gewünscht, hinter dem Gemälde mit dem Löwen. Wie in der Anweisung aufgeführt, liegt der Schlüssel zu euren wertvollsten Besitztümern nun in dem Originalmonument im Inneren. Seid versichert, dass dieses Schreiben von einem Boten überbracht wurde und es keine weitere Kopie gibt. Euer treuer Diener und Kunsthandwerker Theodore Eastwick, berufener Hofarchitekt. Tja. Baron, Baron, Baron. Wichtige Briefe sollte man niemals offen herumliegen lassen. Das würde ich also, aber auch mal sagen. Wo ist dieses Bild? Stelle den Baron. Optional, finde einen Weg in den Geheimraum. Aber sicher doch. Aber sicher doch. Na, dann könnte ich mich besser fühlen, wenn alle anderen hässlich wären. Tja, Panda. Sorry. Ist nicht. Und sonst alles gut bei euch? Alles wunderbar. Ich genieße die Zeit, wie ich gerade schon gesagt habe, nach dem Familienstress. Ruhe mich aus. Gammel in meiner Wohnung rum, zocke und spiele und vertreibe mir die Zeit sonst noch mit anderem Zeug. Oh, ich muss hier wieder raus. Panda im Moment besser auszusehen als ich, als ich wahrscheinlich, ist nicht schwer. Was ist denn los? Was ist denn los, Loki? Einen schönen Abend euch allen. Habt ihr die Feiertage gut überstanden? Hallo Jazz, ich grüße dich. Willkommen nach Weihnachten. Ja, alle gut überstanden. Und ich hoffe, du auch. Kugelrund, voll gefressen. Noch fetter als vorher. Ja. Das muss, ne? Aber Weihnachten wird doch immer... Oh, das ist ein Vogel. Da ist ja ein Vogel. So, und dieses Treppenhaus soll kaputt sein? Oder wie ist es jetzt? Nichts.
War denn bei dir Weihnachten auch sehr gut, Jess? Hat denn da auch alles wunderbar geklappt? Gab's lecker Essen? Ist alles ruhig. Die Männer scheinen ihre Sache gut zu machen. Die Männer schlafen ja auch alle zum Großteil mittlerweile schon. Das ist das Ding, wo die beiden am Tisch hocken, ne? Ja. Ich werf mal einen Blick dieses Treppenhaus hinauf. Ich bin mir gerade nicht so sicher, welches denn von denen hier jetzt kaputt sein soll. Der Baron war wohl sehr belesen. Wie mir das scheint. Kuwusch. Ich bin nicht ohne Grund so weit gekommen. Das müssen Sie kapieren. Hören Sie sich an. Ich habe viel zu erzählen. Hallo Federvieh. Inventar voll. Kerze aus. Grundriss des Anwesens. Kann man das größer machen? Zweiter Floor. Ja, und? Der markierte Bereich im Obergeschoss war nicht auf dem Originalbauplan. Ah. Haben wir jetzt ein Karten-Update? Das wäre sehr praktisch. Überall stehen Schachspieler. Das gefällt mir. Okay, wir dürfen wieder keinen Fehler machen, weil direkt unten drunter ein paar Wachen stehen. So, gewalttätig da unten. Mann. So. Ah, der war gar nicht abgeschlossen. Praktisch. So, und immer mal wieder Ausschau nach dem Löwenbild halten. Denn das gibt ja den Eingang frei. Der Teil, den ich mit der Familie verbringen konnte, war schön. Notdienst war etwas nervig, aber irgendwer muss es ja machen, ne? Das stimmt. Aber ich hoffe, es gab nichts Schlimmes im Notdienst. Oder nichts zu Schlimmes. Ich meine, Notdienst ist ja immer ein bisschen kritisch. Aber ich hoffe, das hielt sich alles noch in Grenzen. Man will sich ja an Weihnachten auch nicht mit solchen Dingen beschäftigen müssen. Aber ich finde das sehr gut, Jess, dass du das machst. Wir brauchen mehr Leute, die sich um so kümmern. Ich mach's ja auch nicht. Ich geb's ja zu. Ich bin auch ein feiger Büromensch, der nur dummen Studenten was beibringt. Damit sie nicht mehr so dumm sind wie vorher. So, hier noch, da noch. Einmal durch die Tür gucken. Ich sehe nichts dahinter. So, Knie, Knarr, Knarz. Auf. Und auf. Noch rein. Alle guten Dinge sind vier. Wo ist er? Da. Da. Sesam, öffne dich. Ach du Scheiße. Ach du. Schillebadu. Wo geht denn das Ding lang? Ah, da oben irgendwo lang. Toll, auf die andere Seite. Wir müssen also einen anderen Weg finden. Machen Sie es mir aber schwierig. Ich sehe ein Guckloch. Was sehen wir hier durch? Das ist der Tresor, den ich suche. Fehlt nur noch der geheime Eingang. Okay, also irgendwo hier drumherum muss der Eingang sein. Das heißt, das Löwenbild kommt immer näher. Wahrscheinlich stehe ich gleich mitten davor und sehe es da nicht.
Das ist das Löwenbild. Sieht schon so komisch aus. So, wir gehen mal eben kurz noch hier rein. Eine Brief. Annabelle, die Gerüchte haben gestimmt. Wir werden alle entlassen. Verzage nicht, das könnte sich als größter Segen unseres Lebens herausstellen. Die Probleme, die mit dieser Abriegelung ihren Anfang nahmen, werden Alldale erreichen. Wart's nur ab. Und wenn das geschieht, wollen wir nicht hier sein. Angeblich bereiten einige Adlige bereits ihre Abreise aus der Stadt vor. Du solltest dir einen davon suchen und mit ihm gehen. Sag ruhig, dass du für den Baron gearbeitet hast, aber verschweige, was sich im Männer abgespielt hat. Man wird deine Diskretion mit Sicherheit zu schätzen wissen. Leb wohl, Alexander Farnham. So, so, die Leute fliehen aus der Stadt. Feiglinge. Ach ja, es waren Sachen, die durchaus berechtigt waren, in den Notdienst zu kommen, aber nichts Dramatisches. Also, es hat sich zumindest gelohnt, dass ich den Tag da war. Jetzt nur noch morgen und dann habe ich auch mal 3 Tage frei. Oh, das gönne ich dir. Das gönne ich dir. Tja, Jess, hast du einmal nicht dich getroffen. Aber mir fehlt echt das Werkzeug. Nach dieser Mission müssen wir unbedingt Werkzeug kaufen gehen, deswegen loote ich so viel. So, ich mache mal eben kurz eine Pause für YouTube. Twitch macht natürlich noch weiter, YouTube. Bis übermorgen, nicht den Kopf verlieren. Ciao.